Ja. Kann wohl nichts machen. Worum geht's hier? Oh, das ist Chinesen, Amerikaner. Mit Chinesen. So Wörter sagen wir hier nicht. Fast. Chinesen. Chinesen, ist das eine Beleidigung? Ach, richtig, genau. Wir müssen runter in den Keller gehen, gell? Weil die Vampire ausgebrochen sind. Ja, so war's. So war's. Der hat sie freigelassen. Und der guckt ganz böse und gleich knurrt er. Der ist ein weißer Protagonist mit braunen Haaren, der kann nur knurren und böse gucken. Achtung. Also, die sollte bestimmt mal ein Chinese werden, ich bin mir sicher, Steven. Guck doch mal, die Frisur. Die Frisur und die Brille. Ja, ein bisschen asiatisch sieht er ja aus um die Augen. Ja, aber den haben die sehr... Ja, tatsächlich, die haben das ein bisschen, also... Der hat auch keinen Akzent oder so. Die haben das wahrscheinlich ein bisschen zurückgeschraubt. Der untere Teil ist nicht asiatisch, aber ich glaube, das sollte ein Asiate sein, normal. Jetzt hat die ganze Story verpasst. Jetzt hat er geknurrt. Ja, ich habe gesagt, das war. Ja, Story. Da hat er nochmal geknurrt, siehst du? So, haben wir irgendwo Lore hier oben? Warte, ich kann nicht. Kann ich irgendwas kaufen? Ich habe doch 5000 Dollar gehabt. Ne, mir fehlen immer noch die 250 Dollar, damit ich einen 5000er kaufen kann. Du hattest den coolen Space Blaster jetzt gehabt, gell? Gut. So, ich habe 4450. Angeblich habe ich noch einen Skillpunkt. Habe ich nicht. Die lügen mich schon wieder an. Warum lügst du, Spiel? Hier ist Lore. Geht sofort los. So. Ah, da steht's doch. Bitteschön. Bitteschön. Warte. Daily Mail, Februar 1875. Nachdem ein Kind östlicher Herkunft wie durch ein Wunder ein rätselhaftes Desaster in Chinatown überlebt hat. Das ist der Mann mit der Brille und dem Zopf. Ein Kind östlicher Herkunft. Hat sich alles schon geklärt. Der sieht leider überhaupt nicht mehr asiatisch aus, der Junge. Hier steht er. Der hat halt so lange in Amerika gelebt. Der sieht null asiatisch aus. Ja, hier, er hat aber doch den Karikaturzopf hinten dran und alles. Ja, und die runde Brille. Er müsste nur wie bei South Park von so zwei Zähne rausstehen haben. Und fragen, wie die Invasionspläne sind. Weil er es vergessen hat. Mann. Okay, ich habe ein bisschen Geld klar gemacht. Ich habe einmal Lore gefunden. Lass runter in den Keller gehen. Da oben noch was? Was hier? Ne. Mr. Rentier, es gibt Ärger im Keller. Was ist das für komische Musik, die hier gerade schon wieder läuft im Hintergrund? Warum sind eigentlich deine Batterien immer leer und meine Batterien immer voll? Hat das einfach nur damit zu tun? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Okay, es geht darum, dass unsere Frau Emilia ein echter Doktor ist mit Zertifikat und allem, obwohl sie eine Frau ist. Obwohl, ist sehr problematisch, die Episode hier. Die strahlen wir besser nicht aus. Erst die Diskussion über unseren asiatischen Freund und jetzt sowas. Weibliche Ärzte. Das sind sie. Ich piep die ganze Episode. Man versteht kein Wort von dem, was wir sagen. Hier ist einiges los, schätze ich. Da kannst du deine Batterien voll machen. Überladungsmodus aktivieren. LR und... Wie lange bleibt der an? Okay, das heißt, das Spiel will, dass wir uns noch mehr Knöpfe merken, ja? Nix, wir merken uns keine Knöpfe, Spiel. Das war unser ganzes Kellerproblem. Na gut, dass wir die hier waren. Die drei Vampire, das Ich hab meinen Handschuh angemacht und hab den die Fresse poliert. Gute Arbeit. Wie kommst du denn jetzt plötzlich hin? Als teleportieren sich Leute hier durch die Gegend, gell? Ticks in the basement, Bloom, are you out of your mind? Sorry, sir. Sind hier bestimmt noch nicht fertig. Ich kann mir das nicht vorstellen. Agent Bloom, Mister, wenn du hier schon so eine Scheiße abziehen willst, Kackvampire in unserem Keller, pack dir wenigstens einen scheiß Revolver in den Holster, okay? Sei mal nicht so ein dummes Arschloch, pack dir einen Revolver in den Holster. So, und wir gehen jetzt. Irgendwen erschießen. Das ist die Ärztin. Ob das eine echte Ärztin ist, hast du das Zertifikat gesehen? Ich habe das Zertifikat in der Tasche, ich habe das gestohlen. It's from Agent Gravener. Good. Agent Gravener ist der andere Kopfgeldjäger, gell? Also der sieht überhaupt nicht asiatisch aus. Jetzt guck lass doch mal den Mann in Ruhe. Die Frisur und die Brille, ja, aber sonst nichts von dem.
Agent Graveness mit der Augenklappe, nicht? Die ist so eine schmutzige Brille oder sind da Blutflecken drauf? Die ist komplett vollgeblutet, wie ein Metzger. Damit die professioneller aussieht. Sie ist unsere Leiterin, das wusste ich gar nicht. Nein, die Leiterin von der Bude hier. Nicht unsere. Wo hat die denn ihr Silberding da? Die hat da vorne einen Flachmann in der Brusttasche. Cool. Die ist ziemlich sympathisch, da ist bestimmt Whisky drin. Ich hätte auch gern Whisky. Wir müssen in ihr Büro anscheinend. Wir waren frech. Wir kommen bestimmt gleich auf den elektrischen Stuhl. Dann kriegst du die Eier gezwirbelt. Du willst aber auch wilde Sachen von der Dame hier. So, das ist so ein ekliger, ja, so ein Tick, ich seh's. Creature! Mit den Bananen, mit den Elefantenrüsseln. So ist like a living container? Ja, das steht doch auch in unserer... Hat die das Wiki nicht gelesen von den Sachen, die wir hier finden? Das wissen wir doch. Es gab doch das dicke Monsterbuch, da kannst du es auch nachlesen. Ja? Ich habe gedacht, Agent Bloom hätte das geschrieben. McCallum Sawmill. McCallum's Holzwerk. Holzwerk ist doch kein deutsches Wort. Es ist ein Sägewerk. Wer hat es erfunden? Holzwerk wäre eigentlich passender. Wieso? Die sägen doch da, oder? Der wird ja nicht immer nur gesägt. Klar. Oh, wir sind hier aber mitten in einem amerikanischen Wald, ha? Dicke Bäume, oh ja. Richtig nice. Oh, sie. Das fehlt mir übrigens auch. Echt? Wurde das Ding gepimpt? Wir haben es doch eben gerade angemacht. Wir können doch jetzt wieder durch die Gegend zippen damit. Oh, hier sifft's. Ist das echter Regen oder ist das vor meiner Kamera Regen? Ich glaube, das ist vor meiner Kamera Regen, oder? Alter, was haben wir jetzt an? Hier sind 1000 Sachen auf einmal angegangen. Wo kommt das her? Du hast genug Geld, um Beute zu... Oh ja, stimmt. Mann. Ich hab immer noch keine... Ich auch, ne? Ich hab immer noch keine 5000. Aber warte mal, ich kann noch einen Vorteil noch machen. Was denn? Der hat das Spiel mir auch gesagt, aber es ist gelogen. Ich hab 0. Kann ich mein Pferd erschießen? Pferd ist immun gegen Kugeln. Das ist ein gepanzertes Pferd. Oh, Matschgeräusche beim Laufen. Leider keine Fußabdrücke. Na gut. Das ist ein komplizierter Kram, ey. Wenn das da unten kein verfluchtes Sägewerk ist, dann weiß ich auch nicht. Voller Vampire und Blutsauger. Und Hurensöhne. Oh, Geld. Reicht das? Cool aus, eigentlich. Sind das 5000? Oh ja. Moment, ich muss shoppen. Was hast du? Du hast den Blaster. Ist das cool oder ist das uncool? Fand's ganz cool eigentlich. Ja, ansonsten könnte ich ja auch fette Knarre skillen oder die Shotgun buffen. Bei der Blaster macht das die... Oh, Gewehrschaden 20% erhöht, das nehme ich wohl. Ja, aber das hier macht ja, dass die Schüsse Gegner springen, oder? Was war der Blödsinn? Ach, du musst alles... Hä? Oh. Muss man denn alles durchskillen, sag mal? Eigentlich nicht, ich hab den Star Wars-Satz gesagt. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Normal müsste deine Skillung doch beibehalten werden. Außer du drückst auf, ich würde gerne neu skillen. Hier nicht, hier gibt's gar nichts. Wir waren total nutzlos hier an der Seite. Oha, drück deinen Knopf, Jesse. Es ist gar kein Sägewerk, es ist... Ekliger Vampirkram. Widerlich. Holy shit. Heilige Scheiße. Holy moly. Was ist das denn? Das ist die Quelle. Wir müssen... Du hast es auch gelernt ganz am Anfang in der ersten Koop-Mission, dass man die Illusion von der Quelle trennen muss. Okay, ich trenne die andere Quelle. Oh, Scheiße. Die ist aber weit weg. Need to take him out to destroy the illusion. Warte, Jesse Rentier, warte. Ich muss eh warten.
Ja, musste ja nicht. Manchmal haben wir doch gelernt, sind doch die optionalen Wege, Wartewege. Mr. Geist Outfit, wir haben sicher deinen Hut verpasst gestern. Wir haben sicher deinen Hut verpasst. Ich fürchte auch, aber ich kann damit umgehen. Was sind das? Sind die neu? Das sind Explodies, oder? Hab schon. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Will ich nicht. Ich will nicht gegen die kämpfen. Oh Gott, die rennen uns an. Wie die Bomber aus. Du weißt, welches Spiel ich meine. Jetzt mal ganz ruhig hier. Da kommen Axtmänner mit. Ajo, mit denen sind wir schon früher fertig geworden. Alter, geht's noch? Hat mir einen mit der Axt verpasst, wenn ich seinen Kumpel verprügelt habe. Was ist das? Du kommst. Alter. Gib mir deine Gesundheit. Neue Explodey Boys. Du weißt, welches Spiel ich meine, wo das die Screamer sind, die keinen Kopf haben und zwei Bomben an die Hände gebunden haben? Ja, Serious Sam. Genau, Serious Sam. Ah, die haben genauso geschrien. Das sind exakt dieselben Gegner. Ich habe gesagt, heute kein Versagen. Ich will alle Skills auf Cooldown sehen. Ich will sehen, dass Gegner zerplatzen. Wir haben schlecht gespielt letztes Mal. Oh oh. Das war doch die Kleine, hast du gehört? Oh, Lore. Ich glaub, die Felicity war das. Oh oh. Ah, ja. Der Migräne hier in die Fresse auf jeden Fall. Its blood is more primitive, purer. Its birth, I believe, dates back. Präkolonial Indianer. Na gut, die ist ein bisschen verrückt, diese Felicity, glaube ich. Bones, blood, and these ugly critters again. Na komm, dann box du mal das Herz diesmal. Du darfst das Herz boxen. Oh ja! Box das Herz, Jesse. Box es kaputt. Stirb, dreckiges Herz. Da ist aber noch eine. Wir machen nur Löcher da rein. Können wir nicht einfach durch eins von diesen Löchern durchklettern? Nein, das sind alle kaputt. Oha, pass auf. Wetten, dass wir kurz vor Schluss wieder winken müssen, weil wir das Gleichgewicht verlieren, weil es dieselbe Animation ist wie ganz am Anfang. Ich hab's dir gesagt, das ist dieselbe Animation wie ganz am Anfang. Alter. Das Spiel hat ungefähr 5 oder 6 Traversal Animations und die werden benutzt, bis das Spiel hier vorbei ist. Gott, wer rübst denn da? Hier wird geschrien. Ach Gott, echt. Ich will da gar nicht rein. Audi, Partner! Oh! Da sind wir wohl durcheinander gerollt, ha? Willst du mich vergackern oder was? Hell yeah! Alter! Das sind auch eine Menge große Indianer, Freunde. Das sind Explodey Boys da hinten, also die klassischen. Na, ich treffe ja gerade gar nichts. Ich habe gesagt, wir spielen gut heute. Was war das für ein Geräusch? Was denn? Hat mir ein Schwinger verpasst im Vorbeirollen. Achtung! In Bewegung bleiben, rollen. So, noch ein paar Uppercuts hier. Aua. Hui! Und friss Scheiße! So, bleib mal ganz ruhig. Einmal Gesundheit bitte, einmal zappen. Dann laden wir einen Revolver, bisschen Schrot, kann niemandem schaden.
Beine weggezogen. Da läuft er. Okay. Sinnlich Spucker auf euch. Was gibt's hier oben? 216 Geld, was sagst du dazu? Alles meins. 200 ist gar nicht viel, wenn wir 5000 für Upgrades brauchen. Kann ich jetzt eigentlich die Dings verbessern? Wen kannst du verbessern? Verbesserung. Also, Snapshot. Eigentlich wollte ich die Dings verbessern. Ja, okay. 20% mehr Gewehrschaden. Das ist einfach. Da muss ich keine 5 Knöpfe drücken und so, sondern ich schieße einfach irgendwo drauf und das macht 20% mehr Schaden. Damit kann ich umgehen. Irgendwas habe ich da rechts gerade freigesprengt. Ich weiß nicht, ob das schlau war oder eher nicht. Ah doch, da ist eine Kiste dahinter. Eine Kiste. Eine Geldkiste. Kurz gucken, dass hier vorne nicht noch irgendwo Lore abhängt. Jetzt nochmal Gold, Geld, Entschuldigung, es ist ja kein Gold. Hier ist noch mehr Felicity's Tagebücher. Felicity kichert. Hahaha. So. Worum geht's? Seht euch an, meine Kinder. Naja, die füttert ihre Menschen mit Scheißdreck und dann werden die groß und stark und mächtig. Mit ihrem ranzigen Vampirblut, wer ist er denn? Sir, geht es Ihnen gut, Sir? Vielleicht sollten wir einen Arzt rufen. War der angebunden? Nicht, dass ich wüsste. Was heißt denn, der ist einfach tot? Sollte uns das nicht betroffen machen, einen anderen Menschen tot hier zu finden? Das ist ja nicht der Erste. Ja, und? Das ist ja noch schlimmer, wenn du so Sachen sagst. Okay. Was ist das denn schon wieder? Ah, scheiß drauf, ich geh da runter und verprügle diese nackten Bastarde. Hautloses Gesocks. Gut, Flammenwerfer! Let's check this beauty out. Was für eine Schönheit. So, drücke 2. Ah, okay. Okay, ich hab ihn. Okay, der macht nicht so viel Spaß, wie er aussieht. Ich hatte mit ein bisschen mehr gerechnet. Die Gegner leben ja alle noch. Ja, vielleicht war ich einfach nicht dicht genug dran. Oh, wo kommen die denn alle hinter mir her? Willst du mich verkackeiern? Falscher Knopf. Zack. Ich hab total vergessen, dass ich mit dem Elektro-Ding ja auch einfach blocken kann. Ich benutze das immer nur, um mich ranzuziehen oder um Gegner ranzuziehen. Okay, also rechts unten, damit wechseln wir die Waffe, ja? Wir haben den Flammenwerfer, den Revolver und wahrscheinlich dann noch 2 andere, ja? Naja. So geil war der gar nicht. Optisch macht der nicht so viel her, du. Oh, optisch sieht er sogar ganz cool aus, finde ich. Da sind Kreuze drauf und alles. Wir können jetzt endlich ein paar Heretics purgen. Und alles. Gott verdammte Heretics. Was ist denn das da für ein Tank, den ich auf dem Buckel habe? Ist das der Flammenwerfer-Tank? Ich weiß nicht. Das blaue Ding? Ich hab's schon gesehen. Zeigt der an, wie voll der Flamer ist? Oder was ist hier der Plan? Oh, Zipline, Baby! Abfahrt! Nicht? Abfahrt? Ja, du müssen doch noch dieses Herz hier kaputt machen, oder? Wo ist es denn? Hier unten. Dann ist Abfahrt. Was denn? Okay, ach, den mach ich bereit, das Ding zerplatzt komplett jetzt. Noch nicht, oder? Doch, warte jetzt doch, schon. Doch. Und da komm schon. Alles. Hallo? Ja, das wächst irgendwie wieder so ein bisschen zusammen. Let's see what you're Können wir jetzt endlich Zipline? Okay. Zipline! Kawabanga! Nimm mich mit! Was ist das für ein komisches Licht? Ach, du bist es.
zerstöre die Sägewerk-Illusion. Okay, easy. Bam, einfach dagegen geboxt. Kein Problem für einen Jesse Rentier. Kann ich das Sägewerk wieder sehen? Das sieht aus, als würden wir direkt in die Hölle marschieren. Das stinkt zum Himmel. Alles sieht ja wirklich Würmer aus wie ein Hand Showdown hier. Wer schwätzt das denn da? Kampfarena? Hä? Was war das? Overheal. Du hast jetzt oben einen extra goldenen Balken. Sind das zwei Bosse, die da drin stehen? Ne, das ist ein Boss. Das ist der erste Boss, gegen den wir gekämpft haben, oder? Geh mal runter. Nee, ich bleib hier. Okay, wir haben Haufen Ads, wir haben den Charger, wir kommen schon zurecht, ha? Was denn jetzt? Kanonenkugel-Effizienz. Ich weiß, dass ich die kleinen Kerle in den Boss reinschubsen kann. Ich kann nicht runterkommen, warum? Doch jetzt. Oh, niemand redet hier doch. Und was war das denn jetzt? Ich wollte mich zu irgendwem hin teleportieren. Ich glaube, ich habe aus Versehen den Boss im Visier gehabt. Was macht denn der jetzt? Scheiße, neue Ads. Ich glaube, der hat gerade neue Ads gemacht. Na gut, das müssen wir hier ein bisschen vernünftiger angehen, ne? Kann ich hier nicht ranziehen? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Doch. Ich brauche nämlich ein bisschen Gesundheit, einen Schluck. Ja, ich bin wieder voll. Dann schnappen wir uns mal den dicken Kerl, was? Uff. Es sind Bosse gejoint, also kleine Kerle. Oh. Indianerkerle. Oh nein! Press Fly oder was auch immer ich jetzt schieße. Wow! Das war nicht das, was ich machen wollte. Was war das denn? Ich war noch voll gerade im Moment. Ja, aber du hast da komplett in der Ecke gestanden. Ich glaube, die habe ich ja zerhackt mit den Beilen oder sowas. Wahnsinn. Achtung. Ja, ja. Du hast da komplett im Eckchen gestanden. Der Boss geht down mit den Anchargen und Boxen. Au! Ich bräuchte mal dein Blut, mein Freund. Scheiße. Wenn der so silber am Leuchten ist, musst du den einmal anchargen mit deinem Elektro-Ding, damit der betäubt wird. Das da müsste man theoretisch treten, aber da habe ich Angst vor. Exploder. Rah! Ich arbeite dran, ich habe keinen mehr, glaube ich. Ich glaube, der macht neue Ads. Okay, läuft gut bis jetzt, läuft gut. Was zur Hölle! Der Flame hat ganz gut funktioniert. Echt? Den habe ich gern probiert. Ja, ich habe auch gerade, also ich habe dem gerade, naja, das letzte Viertel halt runtergebrannt oder letzte Viertel. Guck dir das hier mal an. Was ist das? Riesenblutegel. Leeches, sag ich ja, so wie ein Hand Showdown. Von dem Meathead. Wenn dir so einer auf den Kopf fällt, der saugt dir direkt das Gehirn durch deinen Hut. Das ganze Gehirn weggelutscht.
Oh, da ist wieder die Parkour-Animation. Ich sag, wir haben genau 5 verschiedene Traversal-Animationen und wir werden die benutzen. Wenn die als fette, die Viecher. Gut, das waren. Jetzt warten wir kurz. Der hat doch was gefressen, ey. Das ist mir zu viel. Den muss ich kurz halt, zum Flammenwerfer absprühen. Ja, aber der brennt ja nicht. Das ist halt schade. Wenn ich was anzünde, dann soll das schreien und brennen. Okay. Und einfach AP verlieren. Bisschen sehr spezifisch. Da links oben ist eine Kiste. Ich glaube, das ist sogar eine Skill-Kiste, oder? Keine Ahnung. Wie kommen wir da dran? Not a living soul. Okay, ihr könnt hier nicht einfach so eine Kiste hinparken und dann denken, dass ich da nicht dran wollte. Der Baum hier sieht doch irgendwie wiggly aus. Können wir den irgendwie... Aber normal wurde doch immer irgendwas... Doch, warte mal hier, warte. Nee, du bist es. Okay, also, hier ist nix. Von hier aus vielleicht irgendwo? Ah, hier geht ein Weg runter. Dann ist das aber irgendwas, wovon das Spiel unbedingt will, dass wir das finden, weil der Weg war dann nicht besonders kompliziert. Vielleicht ist ein neuer Hut! Hut und Geist! Oh, dann haben wir doch den verpasst. Moment, dann, dann haben wir sicher den Revolver-Skin verpasst. Boah, der sieht genauso aus wie der andere, nur in ein bisschen anders. Mit weiß vorne anstatt rot. Hast du ihn schon an? Okay, natürlich. Ich sehe da wirklich null Unterschied. Die Textur von dem Hut ist irgendwie ein bisschen anders. Also der ist jetzt so komisch wobbly anstatt glatt. Wie meine Schultern. Geil. Endlich siehst du aus wie ein anderer Jesse Renche und wir müssen nicht mehr die ganze Zeit raten, wer ist. Da oben ist noch eine Kiste. Dann müssen wir es einfach wieder umlaufen, schätze ja, ich. Ja, wahrscheinlich schon. End. Oder auch nicht. Wie kommen wir denn dann dahin? Hier hoch. Hier. Dann ist es vielleicht doch von ganz woanders. Vielleicht müssen wir hier zurück oder so. Ich meine, es ist im Endeffekt nur Geld. Also selbst wenn wir nicht drankommen, ist nicht weiter tragisch. Können wir da runterspringen? Ich muss hier auf dich warten, auf der anderen Seite. Ja, aber das ist die richtige Richtung. Wir müssen da rechts durch, wir müssen da die scheiß Dornen anzünden. Ja, danke, Spiel. Ich bin doch kein Vollidiot. Mach du weiter, los. Ich geb dir Deckung. Du bist so cool. Ich geb dir Deckung, Jesse. Nimm das, Dornbüsche. Allerdings kostet uns das keine Flammenwerfer-Munition, solange wir nicht auf Gegner schießen. Das ist schon ganz nett gemacht. Okay, jetzt wollen wir hier nach rechts gehen, gell? Hell, these things are alive and pumping blood. Got a bad feeling about its source. Ist ja gut, ich zünd's ja an. Los, hol unser Geld. Das sind wir auch schon. Bam! Wir finden dich nicht. Gib's der Kiste mit deinem Faust ins Bumshandschuh. Was denn Geld eigentlich für eine Währung? So ein der universelle Währung. Links oben ist irgendwas. Da ist so ein Wurfhampelmann. Okay, der Flammenwerfer war jetzt schnell leer. Irgendwie habe ich mir das Gefühl, dass der Sound off ist bei dem Spiel hier. Das Mixing ist nicht so gut. Das viel Musik ist die ganze Zeit laut, die Kampfgeräusche sind irgendwie leise und das Voice-Over ist dann noch leiser. Obwohl ich mir so eine Mühe gegeben habe mit meinen kleinen Audiobalken. Habt ihr eben mal probiert, auch mit dem Controller. Also das ist schon eher für Controller optimiert, das Spiel hier. Ah ja, natürlich. Aber ich bin doch ein PC-Spieler. Ich doch auch. Ich habe trotzdem einen Controller. Du hast doch auch einen Controller. Jetzt sagen wir nicht so. Du hast doch auch Spiele, die du mit dem Controller spielst, bestimmt. Nein. Ja, nein. Nie. Ja, doch, so Twin-Stick-Shooter halt, aber. Und da habe ich auch noch einen guten auf der Liste. Der kam jetzt raus. Echt? Welche ich haben? Ja, ich habe es mir noch nicht angeschaut. Das ist irgendwie irgendwas mit Neon. Das sah ganz nett aus. Jetzt haben wir das Video hier aber hardcore gedatet. Wenn die Leute das hier dann sehen in einem halben Jahr, dann können die nachgucken, wann dieses Guns and Neon oder so rausgekommen ist. Und
Aber ja, eigentlich egal. Ich zeig's dir nachher. Da liegt eine Batterie links. Okay, also die hilft jetzt hier ihrem abgeschlagenen Kopf, Dad, seine Zombie-Vampir-Armee fertig aufzubauen, ja? Mhm. Was sie nicht weiß, ist, dass wir hier einen Flammenwerfer gefunden haben. Links, links! Das war doch jetzt Fuschgrab. Ich bin gerade erst hier runtergesprungen. Da standen die schon vor mir. Ich wollte nur das Gold holen. Okay, in welche Richtung? In welche Richtung müssen wir denn? Geht's da bei dir weiter oder hier bei mir? Da oben sind auch Gegner. Ich denke, da oben eine Batterie ist. Ich weiß nicht genau. Ja, lass mal kurz darüber gehen. Das ist ja nur ein Hochsprung. Aber ich kann es dir nicht genau sagen. Ist das ein Sport? Ein Hochsprung ist zumindest eine Sportart, oder? Wieso geht das nicht? Wahrscheinlich, weil ich noch in Combat bin. Ach, das ist kein Hochsprung. Das ist ein Runtersprung. Ich glaube, den haben wir verpasst. Da oben ist... Nein, warte, hier geht's mit dem Flamer rein. Da ist die Kette. Ja, aber ich glaube, das ist eine Peitschenkette. Ich glaube, den haben wir verpasst. Das haben wir wohl verpasst. Gut, wir sind richtig schlecht. Oh ja, sag das sowas nicht. Wir haben schon wieder 188 Geld gefunden. Und den Krachmacher. So, warte, ich habe eh ein Level-Up gehabt, oder? Ja, ich auch. Was ist denn der Krachmacher? Aufnehmbare Gegenstände können mit dem Gewehr oder der Armbrust... Was denn für eine Armbrust? Verschossen werden und eine Explosion auslösen. Das klingt irgendwie uninteressant. Was habe ich denn noch Neues Cooles? Antäuschen. Gegnerischen Angriffen seitlich oder nach hinten ausweichen und unterbricht nicht die Nahkampf-Kombo. Erhöht den Druckwellenschaden. Das sieht ziemlich cool aus, so als würde mir das gefallen. Ist nichts für dich, aber mir gefällt das. Der Flammenwerfer ist für Level 8 das nächste. Wow! Guck mich mal an, ich bin jetzt cool. Wow! Ich bin X-Men. So, warte, können wir da wirklich nicht nochmal zurück? Ich glaube, das haben wir verpasst, ja? Eindeutig. Weil wir können hier nicht wieder hoch, denke ich. Spiel, lass mich auch! Na gut, ist auch egal. Ist auch egal. Wir müssen halt ein bisschen besser aufpassen, vielleicht. In welche Richtung ist denn hier fertig? Das macht richtig Spaß. Ich kann jetzt während den Nahkampf-Kombos ausweichen und dann einfach weiter draufhauen. Was ist diese Würmer hier? Weißt du, normal? Müsstet die hier auf jeden Fall verbrennen können und die müssen... Ja, aber nix, die kriechen einfach weiter. Das ist doch traurig. Oh, warte, ich glaube, ich habe die Peitsche gefunden. Wir sind doch nicht dran vorbeigelaufen. Da sind aber Gegner drüben. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich hier bin. Wo bist du nochmal? Hallo. Hallo, ich bin hier oben. Das ist aber nicht dieselbe, das hier hinten ist eine andere, oder? Ah, was ein Durcheinander. Dann peitschen wir uns halt darüber, wenn wir das andere schon verpasst haben. Hussa! Ja, ich bin unter dir. Ja, aber jetzt wirst du ja wohl auch auf die Jungs schießen können, oder? Oh ja. Jetzt kann ja jemand Schaden nehmen. Nimm das! Komischer Semi-Open-World-Kram hier gerade. Mhm. Gar nicht mehr so schlauchig. Gar nicht schlecht. Und hüpf. Warte, ich habe glaube ich 5000 Gold jetzt wieder, oder? Ja, kann ich gleich mal nachgucken. Wollt ihr von mir?
Verpiss. Explodies habe ich hier. Ich glaube, hier wo ich bin, geht's weiter. Da muss man sich zumindest durchbrennen. Das sieht relativ ernst aus. Ups, ich hier. Da. Na dann, Feuer frei. Ich denke, ich habe die Story zum Großteil verstanden. Aber jetzt auch nicht so. Da kannst du deine Batterie voll machen. Felicity, zeig dich doch. Wir können uns schlagen, wenn du willst. Oder du kannst uns sowas verraten wie: Ich habe deinen Dad infiziert, weil du meinen getötet hast. Lololololol. Oh, wie groß ist das? Was fuck ist das denn für ein Riesenkrokodil? Das beleben die aber nicht wieder oder so, oder? Das ist nämlich ziemlich saftig für jemanden, der tot ist. Das macht Geräusche, oder? Die leechen da dran. Ach so, das ist das Blut, wovon die geredet hat. Das altertümliche Blut. Die saugt hier die Monster trocken mit ihren Leeches und baut daraus neue Vampire. Deshalb können die plötzlich so schnell Vampire machen. Jetzt, es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Deshalb braucht die auch diese riesen Blutegel hier. Fällt mir wie leere Schrothülsen aus der Doppelläufigen. Untersuche die Grube. Die Grube. Dann geh halt auch. Ja, hast du mal gesehen, wie eklig die sind? Irgendwo muss doch unser scheiß Boss rumstehen, oder? Ich weiß, dass mir gleich gegen so einen Riesen-Leech kämpft. Pass mal auf. Great. Erstmal schießen wir ein paar Explodey Boys. Aus Serious Sam. Cool. Ach du hinter meine der Fresse, ja, hinter mir. Da kommen 1000 Schießer vor uns und 100 Indianer mit dazu. So, ich glaube, die Schützen sind dann gleich alle Geschichte. Bam, 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 abmunitioniert, ranporten, vergesst nicht dich zu heilen, gell? Zu spät, ich hab mich eben schon. Na dann betäubt ihr einen von den Kerlen und verwumpst den. Achtung, neue Explodey Boys. Oh Mann, ey. Ich hab Achtung gesagt. Hi. Da zapp dich einfach den Typ ran und verwumpst den. Dann hast du wieder volle Gesundheit. Und patsch, 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 kriegst sofort den Execute mit dazu. Ist er verbuggt? Ja, wir haben den gleichzeitig geexecutet, glaube ich. Du hast in der Luft rumgewirbelt und ich habe so getan, als hätte ich eine Waffe in der Hand. Der ist sehr erbärmlich gestorben. Alter, was denn Vieh? Und überall hängen diese Leeches rum. Das ist doch ziemlich eklig. Hier wäre zum Beispiel cool, wenn du das einfach alles verbrennen müsstest auf dem Weg, weißt du, damit du auch hier irgendwas bewirkst. Ich meine, die sind doch hier immer noch hier. Ja, egal, wir machen da sicher was. Wir droppen eine Atombombe oder so. Wir rufen das Institut an und machen einen taktischen Nuklearschlag. Da ist ein Riesenleech. Das war mir klar. Und das ist total widerlich. Okay, ich steck erst die kleinen Arme. Der Kraken. Besiege den Parasiteur. Überladungsmodus aktivieren. Wofür? Was bringt mir das? Okay, also die kann man entweder anschießen oder warten, bis sie im Fußboden stecken. Pass auf, der hat mit Sicherheit irgendeine schräge Zwischenphase gleich, wenn die zwei tot sind. Was macht denn der Typ da? Das ist der große Kerl, schießt Säure, der pisst dich einfach nur an.
Alter! Der nimmt keinen Schaden. Kann dem Ding nichts tun, wenn er danach hier schlägt. Achtung, wenn der rauskommt, hat der Schaden. Oh, das war aus Versehen. Dass ich den so perfekt getimed angeschossen habe. Ow. Der macht eine Faust und versucht sich damit zu boxen. So, und jetzt, du großer Penner. Okay, jetzt ist Resident Evil Weak Spots abschießen, ne? Bitte keinen Säurestrahl. Und er lässt Steine vom Himmel fallen, Achtung. Mach kleine Ausweichbewegungen, dann hast du nicht so lange Cooldown. Dass ich in keinem roten Kreis stehe. Ja, das sowieso. Die sind auch wieder da. Wow! Der Große kämpft da auch mit. Der hat da irgendwas auf den Fußboden geschissen. Das sollten wir vielleicht kaputt machen. Da kommen Explodies raus. Ich nehme alles zurück. Das sollten wir vielleicht nicht kaputt machen. Nicht da dran gehen, da kommen Explody Boys raus. Erst wenn wir darauf vorbereitet sind. Okay, ich hab dich jetzt dreimal in den Rücken geschossen, anstatt die Typen da zu treffen. Okay, läuft noch, wir sind noch im Spiel. Piu, 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 piu. Das Gewehr macht ihm ganz gut Schaden. Neues Ei. Das ist doch wild hier. Ja, geht noch. Es wird wahrscheinlich noch wilder, bevor das hier vorbei ist. Kam jetzt gar keiner raus, oder? Okay, der linke Popel geht kaputt. Säurestrahl, Säurestrahl! Ich kann ihm in der Zeit keinen Schaden machen. Los damit. Okay, es okay, Achtung, drauf schießen. So, halbe Gesundheit, was machen wir jetzt? Ach stimmt, wir lassen da Steine vom Himmel fallen. Du musst dich schon nicht mal rollen, guck einfach, dass du den Karten. Ja, sag ich dir. Und die Kerle sind zurück. Okay, jetzt haben sie beide geschossen, aber öfter. Au! Oh, explode! Scheiße! Und Steine! Huhu! Oh nein, das ist ein Ei. Exploder. Au. Kannst du mit dem Flammenwerfer einfach löschen, die Explody Boys? Was habe ich denn jetzt angestellt? Wo ist meine ganze Gesundheit hin? Kann mal einer von euch beiden versuchen, auf mich zu schießen? Au. Ich habe nichts mehr auf einmal. Ja, das Problem kenne ich gerade. Mann, was war das denn? Die habe ich einfach mega runtergegriffen. Ich habe noch voll im Moment. Ey, die Kämpfe, die sind anstrengend einfach. Ich muss da so lang konzentriert bleiben, irgendwie. Achtung, Explody Boys! Ja, ja, ach komm schon! Das ist...
Okay, jetzt müssen wir die Sache immer wieder unter Kontrolle kriegen. Wir müssen die schießen und öfters anschießen, damit die ihre Gesundheit droppen. Ja. Ich bin nur noch down irgendwie. Ja, danke, warum ich sehe das. Warum ist das so wild momentan hier? Wir lassen ihn da jetzt mal konzentriert raus. So, niedergeschossen. Wir müssen, wenn die ihre Weak Spot Phase anhaben, müssen wir auf die schießen, damit die Gesundheit droppen. Komm schon, schieß. Ja, ich treffe nicht. Uff. Jetzt bin ich down. Dass man in den Ecken steht, ist scheiße. Jetzt mit den Eiern, dann lässt er Steine vom Himmel fallen. Die komischen Himmel blocken den Schaden für die Explodey Boys. Au, den habe ich schön mit meinem Gesicht getankt. Alter Schwede. Steine. Ich bin down. Das ist viel zu viel hier gerade. Ja. Explodey Boys ist ein Typ. Fassen mir ins Gesicht. Gleich lässt das wieder Steine regnen. Okay, die zwei Tentakel versuchen mich gerade zu fausten. Steine müssten jetzt kommen, oder? Zu fausten oder fisten? Zu fausten versuchen die mich. Au! So, wie sieht's denn hier gesundheitstechnisch? Also du kannst doch das Schrotgewehr gegen die Explodies benutzen, das halten die nicht besonders gut aus. Einfach auf das komplette Squad Explodey Boys das Schrotgewehr draufschießen. Oh nein, ich geh auf! Geht weg! Okay, 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 ich hab das Gefühl, langsam kriegen wir es wieder unter Kontrolle. Ach ja? Warum hab ich das Gefühl, denn genau im Gesicht getankt? Genau in die Fresse des Teil. So, warum will das Spiel eigentlich, dass wir diesen komischen Überlademodus anmachen? Das bringt doch hier gar nichts. Au, Säurestrahl! Er sagt, die Explodies, mach einfach das Ding auf und dann draufschießen. Mit dem Schrotgewehr. Oh! Achtung, Steine. Das war ein Exploder. Ach komm schon, leck mich, ey. Was das? Der hatte doch noch eine Phase, oder? Keine Ahnung, der war eigentlich noch viertelvoll mindestens, oder? Halb war oder? Der voll. Normal hätten wir noch eine Phase haben müssen. Ist auch nicht schlimm, tot ist tot. War ein guter Kampf, haben wir gut hingekriegt. Sein, ey. Haben wir gut hingekriegt. So, und jetzt machen wir fertig, bevor wir zurück ins Institut kommen, weil da fangen neue Missionen an. Mittlerweile weiß ich das. Oh yeah! Das ist ein Yeehaw-Partner von mir, was ich hier sehe. Yeehaw! Yeehaw! Das ist aber wenig Feuer für so einen großen Wurm.